Der Geizkragen, Thaddeus, schnurrt sich seit Ewigkeiten bei mir durch und Sie wollen ihn nicht wieder einstellen, wie in so einem dämlichen Busch! Spielen. Spielen. Story-Modus. Was ist denn hier los? Ich habe das Angebot erhalten, Truppen am Schwarzen Tor zu kommandieren. Ich wollte es ablehnen, aber ich werde euch beide dort verstecken. Vielen Dank, Kallas. Ich tue das nicht für dich, sondern für meine Tochter. Nee, ich habe nur alles jetzt gerade nicht mitbekommen, weil ich gerade erst alles anmache. Deswegen sorry, also ich habe es einfach nicht gehört, weil es noch nicht hörbar war. Weil ich gerade original, du bist echt, also der Stream läuft seit bisschen mehr als einer Minute und ich setz mich gerade erst hin, Joe. Also sorry. Guten Abend und schön, dass ihr da seid. Was geht ab? Herausragend leid, Joe, ohne Scheiß. Das Problem ist auch, dass ich hier alles irgendwie noch ein bisschen umstellen muss. Und ja, sie ist jetzt heute mal, also sie spielt ja nicht mit. Sie ist heute die Backe-Backe-Kuchen, Maxi. So, was ist denn eigentlich meine Aufgabe? Kein Ziel ausgewählt. Also in dem Spiel geht es ja viel darum eigentlich, dass man dass man die Story eigentlich spielt, ne? Obviously. Aber ich dachte mir, ich tue mich viel ein bisschen mit dem Nemesis-System, also Nemesis-System heißt es, glaube ich, bin mir unsicher, auseinandersetzen. Was gab es zu feiern? Es gab ehrlich gesagt noch gar nichts zu feiern. Und ich weiß auch gar nicht, ob es wirklich was zu feiern gibt. Wie geht's euch denn so? Was treibt ihr so? Was geht bei dir, Joe? Übrigens, Joe, das hat gestern wahrscheinlich nicht mit deinen Internetproblemen zu tun gehabt, sondern das war mein Stream. Ich habe, glaube ich, 2400 Frames oder so verloren. Also 2, was weiß ich wie viel Prozent. Deswegen kann das sein, dass es einfach an mir lag. Ja. Was gibt's zu feiern? Ich hab in 3,5 Stunden werde ich ein Jahr älter. Schrecklicherweise. genau. Ich dachte mir, ich werde. Ach ne, Redback geht gar nicht. Redback ist. Gehört zur Hauptstory. Ja, Mann. Geburtstag. Oh, und wann ist deiner? Am 18.02. Okay, dann. Das ist ja auch gar nicht mehr lange hin. Ich würde gerne sehen, was Jolly da geschrieben hat, aber ich habe den Schimpfwortfilter an. Und ich weiß nicht was. Alter Sack. Alter Sack, aua. Ja. Ja, Geburtstag. Ich finde dieses Selbstfeiern auch immer ein bisschen so, weiß nicht, also ich. Ich bin irgendwie keiner der Menschen, der sich selbst so feiert. Ich wirke manchmal zwar etwas aufgeblasen, aber ich bin eigentlich gar nicht so. Ja, die Maxi liebt ihre Geburtstage. Deswegen. Stimmt.
Also, man kann gegen dieses Spiel ja sagen, was man will, ne? Aber es gibt, glaube ich, kein befriedigenderes Kampfsystem als dieses. Ohne Scheiß jetzt mal. Weil das fühlt sich so gut an. Ja. Das ist witzig, wenn ich das so sage, Jolly, ich weiß, aber das ist halt eigentlich echt so. Also ich bin nur immer so, aber eigentlich bin ich gar nicht so, wie soll ich sagen, Dings. Ja, das klingt einleuchtend, also das klingt, als hätten die Wissenschaftler Ahnung von dem, was sie reden. Ich habe auch jetzt letztens schon überlegt, dass ich quasi den Chat auch mit in den Stream packe. Das Problem ist nur, man weiß ja nie genau, was so alles drankommt und was so gesprochen wird im Chat. Und da kann es dann halt schon mal vorkommen, dass irgendein Scheiß drumsteht oder so. Und ich muss schon so drauf achten, was ich sage oder was meine Angetraute sagt. Und dann kann das halt schon mal schnell ins Auge gehen. Was ist mit Golem? Golem den Tapferen. Lass mich in Ruhe. Warum? Was hat er denn für ein Problem? Kann er sich mal ein bisschen beruhigen? Ja, das ist ganz interessant, Jolly, weil die meisten Leute, die mich schon ein bisschen kennen, kennen mich eigentlich nur sehr oberflächlich. Und wenn dir das also aufgefallen ist, dass ich eben gar nicht so bin, wie ich manchmal wirke, dann ist das eine sehr gute Beobachtung. Mir fällt es auch immer ein bisschen schwer, über meine Talente zu reden. Aber wenn ich es dann tue, dann bin ich meistens bla und ich bin einfach der Beste und yeah! Aber ob es halt wirklich so ist, ist immer dahingestellt. Ne? Das ist halt meine Art irgendwie. Jetzt muss ich mal kurz gucken, hier schreibt er übel viel. Ich hasse diesen Schimpfwortfilter. Ich weiß auch nicht, warum hier dieser Schimpfwortfilter an ist. Kann ich den nicht einfach schnell ausschalten irgendwie? Ah ja, total easy sogar. Ja, hab's gerade abgeschaltet, aber jetzt sind trotzdem die Wörter oben immer noch nicht angezeigt. Bekackte Scheiße. So. Jetzt mal schauen, ich muss den Golem mal ein bisschen verprügeln hier. Ah, oh, ich wurde getroffen. Ich würde jetzt interessieren, was da steht. Du bist eigentlich auch gar nicht aufgeblasen, gefährlich, aggressiv. Ein Assi. Ach so, ja, danke schön. Das ist sehr nett, dass es manchen Leuten auffällt, dass ich nicht so ein Assi bin. Das ist mein Schutzschild, ist asozial. Lassen mich die Leute in Ruhe. Jetzt. Tschüss. Du flüchtest. Du wirst nicht flüchten, mein Freund. Ich komm dich holen. Ich bin der schwarze Mann. Der gefährliche. Der ist der Babadook. Ciao. Wie kannst du es wagen?
Nee, also ich glaube, der Jolly hat dich gemeint, Joe. Ja. Ich liebe Missverständnisse. Missverständnisse sind sowas Tolles. Gibt nichts Witzigeres. So, aber ich mache jetzt trotzdem mal, glaube ich, den Hauptquest ein bisschen. Ja, oder vielleicht will ich dann doch hier noch diese Hinrichtung. Oh, das ist. Die hatte erst. Ja, so Hinrichtungen nebenbei sind schon was Angenehmes, ne? Aussagen, bei denen der Kontext wichtig ist. Ja, Jolly, das Problem ist, dass sie das bestimmt einmal schon erwähnt hat und wenn sie das einmal. Du weißt, dass wir den Jolly erst im November wieder getroffen haben, gell? War das November? Maxi? Was? Das ging jetzt verdammt schnell. Habt ihr gesehen? Irgendjemand ist mir entfolgt. Ich bin kein Verräter! Lasst mich sofort gehen! So, Lorm Läusekopf richtet Torz den Aalglatten hin. Sollen wir den hinrichten lassen? Nee, ich mach beide kalt, weil ich ein abgefuckter Psychopath bin. Mit einem Schwert. Und abgefahrenen Fähigkeiten. Komm du, ich nehm dich eins. Und jetzt stärken wir uns in die Menge. Und jetzt gebe ich ihm hier mal einmal. Weiche den Speeren aus, ja. Kann ich den Torz hinrichten? Das war's. Eins. Du, Heslon. Oh. Ja. Dann schauen wir mal, was Lorm Läusekopf so gemacht hat. Ja, Lorm Läusekopf hat jetzt Torz den Aalglatten hingerichtet. Seine Macht ist angestiegen und er sagt: Aah! Was ja auch vollkommen nachvollziehbar ist. So. Jetzt gebe ich den lieben Lorm. Ist mir viel Kopf zerbrechen. Schluss damit. Ja. Bleib, wo du bist. Leg ihn auf den Boden. Ich will mich auf deinen Boden hören. Oha. Oh. Okay, cool. Ja, ich weiß. Monsieur, bitteschön. Achso, der wirft mit Speeren, der Penner. Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, ich bin da nicht gefährlich genug dazu, die ganze Zeit die Speere abzuwehren. Vielleicht sollte ich dem da erstmal seinen verkackten Speer aus der Hand schlagen. Da. Nicht den Kopf verlieren. Ich kann ihn nicht besteigen. Ich muss ihn aber doch besteigen. Oh, jetzt hat er mich erwischt. Oh, ich sehe nichts. Geh weg. Du auch, geh weg. Nein.
Das war der falsche. Auch nicht den Kopf verlieren, mein Freund. Oh, das ist so übel mit diesen Pfeilen, wenn ich die nicht kommen sehe. Das war's. Nein, oh Gott, er hat mich getötet. Waldläufer machen sehr viel Ärger in letzter Zeit. Das ist, ich liebe das hintereinander einfach. Kopf verlieren, anders, andere besteigen, was kommt als nächstes? Monster-Kill. Golem der Tapfere wurde befördert. Jetzt ist er krass. So richtig krass. Was kommt noch für eine Wortwahl? Erzähl mal, jetzt gehen wir. Tun wir den Hochschuh, den abscheulichen, mal aus dem Weg räumen, würde ich sagen. Und daher, dass ich ja jetzt gestorben bin. Was sind diese Türme aus Silber? Sie sind Lichter, die uns im Land der. Achso, du bist gleich wieder raus, Joe. Wieso? Dort, wo alle anderen. Hast du Wichtigeres zu tun? Es sind blasse Reflexionen des Lichts der beiden Bäume und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Hark, einen solchen Schrecken eingejagt. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief! Rüdiger, bitte! Nein! Rüdiger, bitte! Ich das war kein Rede, hast du das gesehen? Ja, das Duschen und Schlafen, das fühle ich ja. Der Schlafe läuft. Warum ist es denn so dunkel hier? Jagdherausforderung. Was muss ich denn? 5 geflügelte Untiere. Ich bin morgen übrigens nicht online, höchstwahrscheinlich, weil ich morgen wahrscheinlich den ganzen Tag ganzen Tag nicht da bin. Also nicht wahrscheinlich, morgen bin ich den ganzen Tag nicht da. Ich muss mal nicht retten. Oh, vielleicht doch. Ich muss auch sagen, es ist problematisch. In diesem Spiel ist die Steuerung, also die Steuerung von der Kamera, die versucht mich die ganze Zeit zu töten. Also, ich weiß nicht, ob man das gerade... Weiß nicht, ob man das gerade gesehen hat. Aber das ist schon etwas anstrengender, muss ich sagen. Ja, dann wünsche ich dir auch eine gute Nacht, Joe. Und ich hoffe, wir sehen uns übermorgen. Und das war schon wieder zu langsam. Und ich bin schon wieder tot. We hit that again. Nicht so tief, Rüdiger! Nicht so tief! Ja, aber natürlich kann ich das.